Dann wurde uns folgendes Video zugesandt. Und zwar die Landkabel hat ein German Cringe TikToks gemacht. Oh nein, Leute. Oh nein. Oh nein, Leute. Oh no. Oh nein, nein, nein. Okay, ich kann euch nicht versprechen, ob wir das komplette Video gucken, weil es könnte sein, wenn es zu cringe wird, dass ich einfach abschalte, okay? Ich versuche, so lange auszuhalten, wie es geht, aber mir fällt das so schwer, bei TikTok Cringe, das fällt mir so schwer. Sendet mir Kraft, ich versuche es. Okay. Willkommen auf dem Channel von Landkabel! Oh nee, ich will da nicht drin sein. Warte auf die. Oh Gott, okay. Leute, zusammenreißen jetzt. Chat, reißt euch zusammen! Reißt euch zusammen, Mensch! Reißt euch zusammen! Die Gang, doch die Gang hat mittlerweile eine Arbeitsführerschein und ich bin pleite. Alle nicht mehr da, nur noch ich und Langeweile. Ex die Reste weg und spiele Flaschentrainer alleine. Warte auf. Starke Performance. Nur der HSV heute, wieder 3 Punkte. Jawohl, HSV hat heute gewonnen. War ein schönes Spiel, 2-0 hoch. Digga, Frage, hast du irgendwie Ahnung vom Fußball oder so, Alter? Bayern hat gewonnen gestern, also fick dich. Ich hab manchmal so richtig Lust auf Ecstasy, aber dann denk ich, besser nicht. Ich weiß manchmal einfach, ich sag manchmal einfach nichts dazu, okay? Wir sollten das schnell hinter uns bringen. Sage immer wieder, ja Schatz, oh, du hast oh Gott natürlich recht. Ja Schatz, ja ich weiß, das war schlecht. Ja Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja Schatz, es tut mir schrecklich leid. Hilfe! Welcher Fortnite-Modus ist der beste für dich? Bitte ich. Also momentan ist mein Lieblings-Fortnite-Modus Gruppenkeile. Ich mag den sehr und da kann man gut auch Eliminierungsaufträge machen. Lichtenergie für Max, bitte. Energie für Max. Oh mein Riem, Klim, Durga, Jai, Namaha. Warum bist du eigentlich immer so früh wach? Na, weil ich ein Frühaufsteher bin und eben halt kein Langschläfer. Und du bist morgens immer so gut gelaunt. Das ist sehr gut. Ja, das stimmt. Vielleicht solltest du auch morgens so gut früh aufstehen. Ah nee, lass mal. Ich schlaf lieber aus. Aber dann beschwer dich nicht, wenn morgens der Kaffee alle ist. Nee, das tue ich doch nie. Tja. Das möchte ich sehen. Ja, also storymäßig sehr stark, auch vom Skript her. Diese beiden Personen, die sich über den Kaffee diskutieren, ja, also könnte man auch verfilmen. Oh mein Gott, Leute, ich treffe gleich Blue Penis für das erste Mal. Alle haben uns halt gesagt, ja, ihr müsst euch treffen, ihr habt fast denselben Namen, ihr seid euch so ähnlich und deswegen waren wir so, okay, wir treffen uns halt jetzt einmal. Ja, Leute, ich habe Blue Penis getroffen. Oh mein Gott. Das ist Blue Penis. Wir haben uns jetzt das erste Mal getroffen, wir verstehen uns super. Das ist nicht das letzte Mal gewesen. Leute, denkt bitte dran, einen Wunsch habe ich an den Chat. Bleibt immer höflich und respektvoll. Das sind alles einfach auch nur Menschen, die sich im Internet einfach darstellen wollen. Ob es euch gefällt oder nicht, ne, das ist ja schön und gut. Aber beleidigt bitte die Leute nicht, ne? Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. 24 Tim, das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Ich habe mir gestern hier auch gemacht. Ich kann euch mal ein Foto davon zeigen, wie es gestern bei mir aussah. Ja, dass wir so viel miteinander gemeinsam haben, wüsste ich nicht. Sind das die gleichen Personen auf dem Foto? Also ja, auf jeden Fall die gleiche Frisur, die haben echt viel gemeinsam. So sahen die gestern nass bei mir aus, also. Krass, ich erkenne gar keinen Unterschied. Hä, sind das Zwillinge? Nicht viel anders, aber etwas heller. Und jetzt sehen sie so aus. Geil. Ist wie den gleichen Geschmack haben, Alter. Wunderschön. Ich sag mal so, ich freue mich, dass sie sich freut. Ich freue mich, dass sie sich über ihre neue Frisur so freut. Das ist doch schön. Scheiße! Jetzt ist passiert! Ich hab in Dosen geschissen. Oh Gott, fällt euch doch vor, eure Mutter macht sowas auf TikTok. Ach oh Gott, oh Gott. Es ist mein One-Night-Stand, Baby, sag mir. Es ist mein One-Night-Stand. Es ist mein One-Night-Stand. Kick in die Fresse mit Dönerbox. Die Fresse mit Döner-Ketchup-Box. Kick in die Fresse, sag ich dir hallo. Hallo. Was, ich bin nicht eingeladen, hast du selber schon. Hallo Liebling, wie
lebst du zu Hause? Ich verstehe manche Duets auch nicht. Ich verstehe diese ganze Plattform einfach nicht. Gott, TikTok, was? Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Bist du zu Hause? Willst du nicht aufmachen? Ich mach die Tür kaputt. Why, die Tür kaputt? Why, die Tür kaputt? Ich komm zu dir. Oh je, da ist einfach die Tür kaputt gegangen. Oh je, oh je. Für Nicole, weißt du schon. Nicole weiß Bescheid, Leute. Für Nicole. Nur für dich, Nicole. Das ist meine Stimme, Nicole. Wirklich. Allez maintenant tous ensemble, en bas, à gauche, à droite. Am schlimmsten sind die Singles dran, die fassen sich nur selber an. Für ein bisschen Love und Harmonie gibt's halt Amorelli. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Ich möchte heulen, aber ich halte es zurück. Das hat kein Mensch verdient, das was ich mir hier antue. Das will ich meinem schlimmsten Feind nicht. TikTok, ich bin's. Ich wollte euch nur mal sagen, falls euch eine Jessica Plätze anschreibt, wegen Zusammensein, wegen den ganzen Jungs, nichts machen, die verarscht euch von vorne bis hinten, also nichts machen. Die arme Jessica Plätze, die verarscht. Hä, das ist doch eigentlich sogar, tatsächlich, das ist doch eigentlich sogar gar nicht mal so, so schlecht, oder? Also, ich sag mal so, ich fand's gar nicht mal so schlecht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, oder? Was sagt ihr? Hallo du da, ich wünsch dir frohe Ostern. Heute sind wir alle froh, frohe am Osten. Auch für dich hab ich was versteckt. Hast du's schon entdeckt? Ich krieg Albträume. Hilfe! Hilfe! Ihr macht Umgangssport kaputt. Ihr macht Umgangssport kaputt. Ihr macht Umgangssport kaputt. Wer denn? Wer denn? Oh, meine Freundin hat Schluss gemacht. Seid ihr zufrieden? Seid ihr jetzt froh oder was? Alter, ich hasse euch von ganzem Herzen. Und ich sage immer wieder, ey Mutter, ich brauch jetzt was zum Essen. Ey Mutter, hast du mich etwa hier vergessen? Ey Mutter, ja ich hab jetzt voll Bock auf Pommes. Ey Mutter, komm wir fahren zu McDonalds. Ja, das finde ich auch lustig gemacht. Man muss auch manchmal über sich selbst ein bisschen schmunzeln können. Nicht, lach nicht, sonst kommt Abdul mit Klappstuhl und Aladdin mit Waschmaschine. Schon mal versaut geschrieben oder so? Gott, ich will die Antwort gar nicht hören. Hey, ja, habe ich schon mal. Tatsächlich. Und nicht nur einmal. Oha. Übertreib nicht. Ciao. Ciao. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen, bitte. Wow! Why? Warum ist das so laut? Warum ist das Auto so laut? Hä, stell dich mal vor, ihr guckt so ein Video im Bett oder so und ihr schläft gerade am Einschlafen. Dann kommt dieses Auto, ist doch komplett scheiße. Hä, Lanka, warum machst du das? Wieder mal Qualitätscontent auf intellektuellem Höchstniveau. Ich bin durch das Auto einfach gestorben. Ja, es ist einfach wie eine Sucht. Man kann nicht aufhören. Nee, also für mich ist es genau das Gegenteil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.